Kommt her, wir legen ihm bitte gleich einmal eine Infusion an. Ich bekomme einen Stauschlauch und zwei Ventrons. Danke. Nehmen wir das aber über, das wäre das. Jetzt nehmen wir das über und das raus. Erster Ventflon liegt, bitte ankleben. So, und ich krieg noch einen dicken Ventflon. Zweiter Ventflon liegt auch. Bitte auch ankleben. Und dann hängt es mir zwei Ringe an. Und lasst es bitte reinrinnen. Schere. Schere. Leute, die Atmung ist auch insuffizient. Nach der zweiten Ringe brauche ich das Intubationsbesteck und vermutlich auch den Tubus. Ich krieg bitte das Intubationsbesteck. Geh vielleicht kann ein anderer die Infusionen halten. Und einen Achtertubus. So, Tubus liegt. Bitte kappen und abklemmen. Und jetzt bitte mit dem Beißkeil fixieren. In der Tasche. Koffer. Im Koffer. Dann müssen wir auf die Wirbelsäule achten. Richten Sie mir bitte schon einen Stiffneck her. Normale Größe müsste gut auf passen. Auf meiner Seite. So, Schere. Rollt es ein bisschen ab, macht es ein bisschen einrollen. Ja, sehr gut.
Nein, nicht so viel auf die Glas. Gut, schleichen lassen. So. Und lassen, sehr gut, ja. Schau die Hand weg. Ist zu. Jetzt? Habt ihr es übernommen? Ja, sehr gut. Alles fixiert. Alles fixiert, bestens dann kriegen einen Ambu-Beutel. So, wir haben ihn jetzt so weit versorgt, wir können an die Bergung des Patienten. Bei der Versorgung von Unfallverletzten, wo die Gefahr besteht, dass sich auch ein Schock entwickelt, ein hypovolemischer Schock durch Blutung in die Bauchhöhle oder nach außen, ist es sehr wesentlich, rasch Volumen zuzuführen. Aus diesem Zweck werden 2 bis 3 großlumige Venflons, das sind Verweilkatheter, gelegt, die in der Vene liegen und durch die dann Flüssigkeit, Kochsalzlösung oder auch Plasma-Expander dem Patienten zugefügt werden können. Außerdem sind diese Zugänge wesentlich, um Schmerzmittel zu setzen oder um eine eventuell notwendige Narkose einzuleiten. Nach dem Legen der Venflons ist bei vorhandener Spontanatmung die Rücksicht zu nehmen, beim bewusstlosen Patienten, dass es nicht zu einer Aspiration zum Einatmen von flüssigen Bestandteilen, also zum Beispiel Blut in der Mundhöhle oder Mageninhalt kommt. Aus diesem Grund wird eine Intubation vorgenommen, bei der ein Tubus in die Luftröhre eingeführt wird. Dieser Tubus kann dann mittels einer Klemme abgeblockt werden und stellt so einen sicheren Schutz dar, damit keine flüssigen Inhalte oder auch feste Inhalte in die Luftröhre kommen können und der Patient so zu ersticken drohen könnte. Eine weitere Maßnahme ist das Anlegen des Stiffnecks. Bei Unfallverletzten ist nie eine Verletzung der Halswirbelsäule auszuschließen. Mit dem Stiffneck stellen wir einen sicheren Halt der Halswirbelsäule dar und können dann den Patienten wesentlich einfacher bergen, ohne immer auf die Halswirbelsäule Rücksicht nehmen zu müssen. Die Bergung eines vollversorgten Patienten gestaltet sich natürlich etwas schwieriger, denn es sollten die Infusionsbeutel entweder gehalten werden und während der Bergung die Infusion weiterlaufen oder wenn dies nicht möglich ist, können die Infusionen kurzfristig abgedreht werden und dem Patienten auf den Bauch gelegt werden zur Versorgung bzw. zur Bergung. Der Tubus bleibt selbstverständlich dort, wo er ist. Bei der Bergung des intubierten Patienten haben wir 2 Möglichkeiten. Der Patient atmet ausreichend spontan, dann geht dies durch den Tubus und es braucht während der Bergung aus dem Fahrzeug keine Bebeutelung erfolgen. Ist der Patient jedoch ateminsuffizient, das heißt seine Atmung reicht nicht aus, dann sollte er auch während des Bergevorganges mit einem Ambubeutel beatmet werden. Und bei der Bergung muss dann besondere Rücksicht genommen werden, dass der Arzt mit dem Ambubeutel bei der Beatmung nicht behindert wird.